Toll. Jetzt habe ich mich voll verirrt in diesem. Oh nee, okay. Wo ist denn hier das nächste Haus? Wir müssen doch irgendwie noch mal zu dem hier. Kommt, Leute. Das wäre cool, wenn man die irgendwie hinter sich herrufen könnte oder so. Mal gucken auf der Karte, wo die gerade sind. Die sind jetzt in dem Haus, toll. Ach, dann wollen die wahrscheinlich, dass wir zuerst uns das da oben vor... Ich sollte nicht mehr beim nächsten Mal den Weg nehmen, wenn ich hier wieder runterlaufe. Okay. Ah. Bam, 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 bam. Seid denn ihr? Nicht, dass ihr gleich wieder einfach so... Oh. Eine tote Kuh. Eine tote Muku. Die sieht aus, als würde sie lachen, aber ich glaube nicht, dass sie lacht. Sie ist tot. Das ist nicht der beste Weg. Da sind noch mehr. Noch eine. Und noch eine. Drei tote Muki. Und ein kleines. Das sieht irgendwie ziemlich kaputt aus und voll abgemagert. Naja, mal nachladen. Nicht, dass ich hier meine ganze Muni auf die verballer. Wo geht's denn dahin? Nirgends. Mann, wie gesagt. Nicht, dass die wieder irgendwie aus dem Nichts auftauchen. Achso, hier kann man gar nicht durch. Toll, ich wollte da jetzt schön durch. Hm. Schade. Okay, mit der 6. Und dann hier. Helikopter ist auf dem Weg. Wir kümmern uns drum. Ich habe doch so eine Zweitfunktion. Genau. Ja, ein bisschen zu weit. Ja, ein bisschen zu unweit. Heli. Wer bist du? Private Plumber. Denke ich immer an Zahnarzt. Plumber. Das ist egal. Wo schießt ihr hin? Leute, ihr seid so blöd. 2-5 hier. Wir müssen auftanken und uns neu bewaffnen. Wir werden eine Weile nicht verfügbar sein. Oh, Granate. Gebäude gesichert. Keine Spur von einer Tat. Oh, noch ein. Wo habt ihr denn das Gebäude gesichert? Vor allem wann? Wenn schon, dann war ich das. So, ich gehe aber nochmal überall gucken, ob wir hier noch so eine Datei-Dingens da haben. Vielleicht finden wir ja noch ein paar Hundis. Das wäre ja sehr schön. Oder auch eher nicht. Dann kommt uns hier bekannt vor. Was denn nun? Ach so. Da kann man... Lass mich... Was ist denn jetzt los? Ach, Leiter. Okay. Ja. Sieht irgendwie ziemlich ähnlich aus wie in dem einen Haus vorhin. Ah ja. Die wollten vielleicht nicht so viele Skins für ihre Häuser verplempern. Da macht man sich's auch mal einfach. Ist ja nicht schlimm. Hier liegt noch einer. Ja, dem seine Muni können wir aber nicht aufnehmen, schade. Wie viel haben wir denn noch? 420. Und ein Heli. So, jetzt zum letzten Haus. Jetzt müsst ihr aber auch mal mitkommen, ne? Okay, sie folgen mir. Das ist schon mal schön. Ja. So bin ich schneller. Ich renne mal. So, was haben wir hier? Ist hier auch noch was Schönes? Ne, nur so ein Schuppen. Die Reifen sehen cool aus. So. Ihr seid dann auch mal da. Schön, ich habe mich schon mal ein bisschen umgeguckt und ihr seid dann erst jetzt da. Ist aber auch nicht schlimm. Wir haben ein bisschen Holz. Können wir drauf rumlaufen? Können wir da drauf rumlaufen? Cool. Yeah! So, ihr zieht mich jetzt. Ja. Wie war das? Egal.
Ja, wie war das? Naja, die sind ja schon wieder da. Die sagen immer, ja, wir sind jetzt eine Weile nicht verfügbar und dann sind wir gleich wieder da. Cool. So, nochmal hier hin. Hier ist 2.5. Wir haben das Ziel. Erwarten Befehle. Wo seid ihr? Och, Leute. Seid ihr zu blöd, in dieses scheiß Haus zu gehen? Aua. Der hat gar nicht wehgetan. Hä? Frage. Sind hier Gegner? Antwort. Nein. Frage 2. Hä? Wo waren die dann? Ach, man muss ihn das als letztes... Toll. Das hätte man mir vielleicht mal vorher sagen sollen, bevor ich hier die ganze Zeit hinlaufe. Huch. Was war denn jetzt? Oh, wen haben wir denn jetzt gefunden? Wer sonst? Ich war's nicht. Wer? Ich will einen Namen. Toll, dann laufe ich die ganze Zeit auf dieses blöde Haus zu. Ah, Al-Azad haben wir gefunden. Deshalb dürfen wir nicht in das Haus. Oh, ein Handy. Können wir uns bewegen? Ja, wir können uns bewegen, aber wir haben keine Waffe. Sir, können wir das aufnehmen? Ist dein Handy. Hihi, Raketenwerfer. Gefällt mir. So. Dann mal hier so. Ich guck mich mal ein bisschen im Haus um. Ist so ein bisschen blöd mit einem Raketen. Nehme ich noch. Die hat doch eben noch eine Shotgun. Jetzt habe ich die gar nicht ausprobiert. Imran Sakayev. Oh, Al-Azad wurde gerade von Imran Sakayev angerufen. Den haben wir ja auch schon gesehen. Der hat nämlich ihm, als Al-Fulani hingerichtet wurde, die Golden Deagle überreicht. Also die Pistole, mit der Al-Azad dann Al-Fulani getötet hat. Das war Imran Sakayev, dieser hässliche Typ mit den vielen Falten. Wo ich glaube ich noch gesagt habe, Tschernobyl. Weihnachten für die Bösen. Selbst 10 Jahre danach kommen sie hier noch an atomares Material, und zwar viel. Inklusive einem gewissen... Ja, das ist Imran Sakayev, den wir da rechts sehen. Natürlich konnten wir das nicht zulassen. Geld für verbrauchte Brennstäbe? Klingt nach einem Vernichtungsrezept. Das war das erste Mal, dass unsere Regierung seit dem Zweiten Weltkrieg einen Exekutionsauftrag erteilte. Ich stand unter dem Kommando von Captain Macmillan. So, jetzt sehen wir eine Rückblende und ich glaube, wir sind jetzt Captain Price. Ja, Lieutenant Price sind wir. Und bisher können wir uns noch nicht bewegen. Zu Strahlung. Wir müssen auslaufen. Sniper. Mir nach. Extrem cool. Oh, und wir sind hier so besser eigentlich. Also, wenn du zu viel aufnimmst, bist du tot. Was? Captain Macmillan, ah, mit dem war ja eben die Rede. Ich bin da. Kontakt. Feindliche Patrouille direkt vor uns. Unten bleiben und nur langsam bewegen. In unseren Tarnanzügen kann man uns nicht sehen. Klar. Ne? So, jetzt krieg ich. Einen ausschalten, wenn der andere nicht hinsieht. Einen ausschalten? Na, na toll. Wollen wir die nicht irgendwie gleichzeitig ausschalten? Weißt du, so du machst den einen und ich mach den anderen? Er ist erledigt. Gute Nacht. Bewegung. Gute Nacht. Gut, Snipern mag ich schon. Ziele unterhalten, was? Moment. Muss denn doch nur hinterherlaufen. Auf der anderen Seite haben wir mehr Deckung. Vier Ziele sind drin. Denk nicht mal dran. Was? Dort warten. Ach, guck mal, hier schläft so ein Hund auf der Couch. Leise ausschalten oder ziehen lassen. Deine Entscheidung. Ja, ach komm. Verdammt, unsere Deckung ist hin. Sie sind verdammt, ah. Nein, ja, jetzt gerade verkackt.
Okay. Mann, jetzt bewegt er sich auch genau in der Sekunde. Gute Nacht. Bewegung. So. Nochmal das gleiche Pipapo. Diesmal treffe ich aber hoffentlich. Mann. Moment. Auf der anderen Seite haben wir mehr Deckung. Weiß ich schon. Dort war... Sie haben uns. Feuer eröffnet. Sie sind im hohen Gras. Och nö. Jetzt habe ich den... Mann, noch einer. Alter Schwede. Wieso kommen denn da so viele Hunde? Ich mag die Hunde nicht. Ich mag die Hunde echt nicht. Wenn ich gleich nochmal verkackt, mache ich erstmal Spielpause, glaube ich. Ich hab eh schon so, wieder so lange auf. Okay, ich muss den mit einem Headshot töten. Aber damit der sofort tot ist und wir den nicht sehen. Den uns nicht sehen. Warum machst du das nicht? Du bist mein Captain. Ich bin nur Lieutenant. Dort warten. Ziel am Wagen. Leise ausschalten oder ziehen lassen. Deine Entscheidung. Okay. So. Los. Ich hätte eben schon mal hier Luft anhalten sollen. Aufrücken. Aufrücken. Ich komme da schon. Lass mich rüber. Oh. Okay. Keine Bewegung. Da ist ein Posten im Kirchturm. Und eine Patrouille kommt von Norden. Nach oben. Da haben wir eine bessere Sicht. Hä? Hast du freie Sicht auf die Wache? Ja. Oh, vielleicht soll ich mich mal hinlegen. Nee, warte nicht. Wo ist denn der? Hallo? Scheiß Gras, ey. Sehe ich den Asi nicht mehr? Warte, ich gehe mal um den rum. Ja. Können ihn, glaube ich, auch in den Arsch kriechen, aber das möchte ich jetzt nicht unbedingt. So. Ja. Verdammt, der Beobachtungsposten wird die Leiche sehen. Wir müssen das auf die harte Tour machen. Sie haben eine Leiche gefunden. Ich glaube, ich habe gerade verkackt. Ich bin mir aber gerade nicht sicher. Hase? Was soll ich denn tun? Verdammt, unsere Deckung ist hin. Ja, ich bin verkackt. Greif mich mal gleich in den Hund an, bitte. Ja, daneben gegriffen, schön. Ja, war klar. Wer hatten Sie, bis der Hund zubeißt, um seine Kehle zu greifen? Ja, nein! Was versuche ich denn die ganze Zeit? Da ist ein Posten im Kirchturm. Und eine Patrouille kommt von Norden. Nach oben, da haben wir eine bessere Sicht. Hast du freie Sicht auf die Wache? Nein. Ja. Habe ich. Er ist im Turm. Nein, auf den habe ich keine Sicht, weil er nämlich gerade weg ist. Ja, soll ich den jetzt killen? Hast du freie Sicht auf die Wache? Leute! Wunderschön. Achso, ich sollte den zuerst killen. Leise ausschalten oder ziehen lassen. Deine Entscheidung. Ach, schon wieder so ein Kack.